kann mich den Worten von Christian Schilling nur anschließen, einerseits den großen Dank auszusprechen an Herrn Bürgermeister Nitschitsch, an Herrn Schulleiter Petrovic, an Frau Gujic, aber auch an alle anderen, die heute hier sind, uns diesen wunderbaren Tag hier ermöglichen in Zaječa und an diesen herzlichen Empfang. Mogu samo da se nadovežem na reči prethodnog govornika gospodina Kristijana Šilinga i želim najsrdačniju zahvalnicu ili reči, u stvari zahvalnosti da uputim kako gradonačelniku gospodinu Ničiću, tako i direktoru škole gospodinu Petroviću, gospođi Grujić koja je doputovala iz Beograda i naravno svima vama ovde koji ste nam omogućili da na ovaj divan dan ovde u Zaječaru u stvari prisustvujemo ovom otvaranju, ovom skupu. Für uns ist es immer wunderbar, nach Zaječar zurückzukommen, weil es einerseits ein langjähriger Partner ist mit verschiedenen Projekten, die wir hier durchführen. Natürlich diese tolle Schule, die wir länger unterstützen, aber auch andere Projekte, die wir hier in der Region durchführen. Und gleichzeitig verbindet sich das mit großen, ehrgeizigen Ambitionen, die hier weiterhin herrschen, einem klaren Vision, wohin sich Zaječar und die Region entwickeln können. Nama je uvek veliko zadovoljstvo da se vratimo u Zaječar, obzirom da ovde već dugi niz godina učestvujemo u brojnim projektima i to ne samo u ovoj sjajnoj školi, nego reč je i o drugim projektima u regionu pomoću kojih nastojimo da ostvarimo veoma ambiciozne planove i prosto da definišemo jasnu viziju kako treba dalje da se razvije ovaj grad i njegovo okruženje. Um diese Vision Wirklichkeit zu machen, ist die berufliche Bildung ein zentraler Baustein für uns aus der deutschen Zusammenarbeit. Jugendarbeitslosigkeit, die in Serbien immer noch bei rund 30% im vierten Quartal letzten Jahres war, ist weiterhin ein großes Problem. Mit diesem Problem ist Serbien nicht alleine, das ist auch in der EU bekannt. Aber die berufliche Bildung kann einen großen Schritt, einen großen Anteil dabei haben, mit diesem Problem fertig zu werden. Vizija o kojoj sam malo pregovorila jeste nešto što je skopčano svakako i za srednje stručno ili dualno obrazovanje u vašoj zemlji, obzirom da smo imali statističke podatke iz četvrtog kvartala prethodne godine gde se pominje nezaposlenost među mladima koja je dosegla među vremenu procenat od nekih 30%. Tako da je svakako naše zalaganje da i sa fokusom na srednjem stručnom obrazovanju, na dobijanju kvalifikovanih kadrova, mladih kadrova, omogućimo ekonomski razvoj. Einerseits, weil es jungen Menschen eine Perspektive aufzeigt, wie sie eine Karriere haben können, wie sie einen Beruf erlernen können, indem sie ein gutes Gehalt verdienen können, indem sie Perspektiven haben, aber andererseits auch, indem sie die Privatwirtschaft ein Pool von Personen bietet, der Qualifikationen hat, die sie brauchen. Firmen melden uns immer wieder zurück, es gibt nicht die richtigen Qualifikationen und mit Schulen wie dieser hier können wir dazu beitragen, auch die Modernisierung der Wirtschaft voranzutreiben. S jedne strane, na taj način mladim ljudima ukazujete put kako mogu u stvari da dođu do adekvatnog zaposlenja, do adekvatne nagrade, do adekvatne karijere u svom životu, a sa druge strane, isto tako privrednim subjektima, znači učesnicima na tržištu privatnih firmi, privatnih preduzeća, isto tako stavlja se na raspolaganje basen ili naprosto mogućnost da izaberu kvalitetne kadrove za svoje potrebe, jer veoma često od njih dobijamo dojavu ili komentare da nisu u stanju da nađu te kadrove koje su potrebni upravo za njihovo poslovanje, tako da sve to zajedno posmatramo, u stvari treba da omogući ekonomski razvoj. Ich bin sehr froh, dass wir mit der deutschen Entwicklungsarbeit seit 2013 den Bereich der beruflichen Bildung mit mehr als 10 Millionen Euro unterstützen konnten. Und im Fokus unserer Arbeit steht immer die Qualität der beruflichen Bildung, um die wirklichen Fähigkeiten zu bilden. Und da gehören kleine Schritte wie die Küche hier dazu, aber auch das Gesamtpaket, um die berufliche Bildung voranzubringen. Izuzetno mi je drago što se Nemačka razvojna saradnja fokusirala od 2013. godine na segment razvoja srednjeg stručnog obrazovanja. Umeđu vremenu je 10 miliona evra usmereno upravo na ove projekte, a fokus koji mi stavljamo u ovom domenu svakako leži na kvalitetu. Kvalitet je taj u stvari koji treba da omogući da se dalje razvijamo u svakom pravcu. Und dafür gehört es auch, die Berufsbilder der Zukunft zu schaffen. Meine Vorredner haben erwähnt, die Transition hin zu einer Green Economy, aber auch weitere Herausforderungen, vor der die Wirtschaft steht. Und dafür müssen wir die entsprechenden Berufsbilder finden, suchen, junge Leute darin ausbilden. Nur dann mit ausgebildeten Fachkräften kann die Wirtschaft diese Herausforderungen annehmen.
Izuzetno nam je važno da nađemo ljude koji će se angažovati u domenu stručnog angažovanja, ne bili bili osposobili u stvari celo društvo za budućnost. I govornik pre mene je istakao i zelenu ekonomiju, koliko je ona važnost, ali mi treba u ovoj fazi da tražimo i da obezbedimo ljude koji će i podučavati, uvoditi mlade ljude u te stručne oblasti, ali isto tako i omogućiti tim mladim ljudima da se nadovežu jednog dana na njih. Das heißt, wir als Deutsche Entwicklungszusammenarbeit, als GEZ, arbeiten an diesem Match zwischen Fähigkeiten und Bedarfen der Wirtschaft. Wir haben gemeinsam mit unseren Partnern, insbesondere auch mit unseren Partnern im Bildungsministerium, und ich möchte hiermit auch Frau Guric danken, 6 Ausbildungsgänge modernisiert, auf den neuesten Stand gebracht, haben mit 60 Projektschulen zusammengearbeitet und insgesamt 200 Firmen in die duale Bildung eingeführt. Mhm. I u suštini GIZ, naša razvojna saradnja i naša organizacija GIZ ispred njih, u suštini kao glavni fokus naše delatnosti stavljamo na upravo to uparivanje ili uspostavljanje mosta između sposobnosti sa jedne strane i sa druge strane, znači potreba privrede, potrebe ekonomije. Imamo partnere koji nas podržavaju i sa kojima sarađujemo u tom segmentu. U tom smislu moje reči zahvalnosti upućujem i gospođi Grujić ispred Ministarstva prosvete. Imali smo prilike da u međuvremenu modernizujemo 6 obrazovnih profila i 60 škola je bilo uključeno u naše dosadašnje aktivnosti. Insgesamt blicken wir auf mittlerweile 5000 Schülerinnen und Schüler der beruflichen Bildung zurück, die heute auf dem Arbeitsmarkt aktiv sind. Umeđu vremenu možemo da se osvrnemo nekih 5000 učenica i učenika koji su prošli, apsolvirali, znači srednje stručno obrazovanje i koji su danas aktivni na tržištu rada. Ich freue mich sehr, dass wir hier in Seilscha aber auch noch einen zusätzlichen Baustein haben, nämlich die Erwachsenenbildung und die nonformale Bildung, die nochmal eine Chance gibt für Menschen, die vielleicht sich auf dem Arbeitsmarkt befinden, länger nicht aktiv sind und nochmal einen neuen Start geben können. Isto tako izuzetno mi je drago što u Zaječaru ovdje mogu da se osvrnem i na jednu drugu oblast koju također podupiremo, koje podržavamo našim projektom, a to je segment, znači, pored stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Koji su možda duže vreme bili neaktivni, bez zaposlenja, treba na taj način da dobiju mogućnost da novim kvalifikacijama prosto poboljšaju svoju poziciju i da ponovo se vrate na tržište rada. Für uns ist das ein wichtiges Prinzip. Niemand bleibt zurück. Leave no one behind der nachhaltigen Entwicklungsziele. Und ich glaube, das wird hier in die Praxis umgesetzt. Und wir können die Ergebnisse sehen und hoffentlich auch schmecken nachher. Mi imamo jedan glavni cilj, da niko ne ostane na kraju kolone ili ne zaostane iza kolone. I naprosto to jeste cilj naše održive razvojne saradnje. Mislim da ćemo imati prilike danas ovdje u ovom okruženju i da vidimo, a možda i da ukus osjetimo svega toga. Und ich freue mich auch, dass Seilscha als regionales Kompetenzzentrum auch eine Wirkung für die ganze Region hat, die wir unter anderem mit dem Tourismusprojekt unterstützen und dies sozusagen auch einer größeren Gruppe und einer größeren Region hier Einfluss hat und die Region weiterentwickelt. Isto tako izuzetno mi je drago što Zaječar, obzirom na svoju lokaciju, odnosno na to da će postati i centar regionalnog centra kompetencija, će imati ekonomski svakako veoma važnu funkciju zamajca. U tom smislu to je povezano i sa ovim našim projektom vezanim za turizam, kako bi se u stvari u celini ekonomija vašeg kraja dalje razvijala i podstako njen razvoj. Ich freue mich, dass wir auch weiterhin mit der Schule, mit Herrn Petrovic und allen seinen Mitarbeitern hier zusammenarbeiten werden, dass wir unser Engagement hier weiter ausbauen können. Und ich freue mich auch bald, die Ergebnisse darüber zu sehen. Noch einmal herzlichen Dank von meiner Seite und ich freue mich auf das Weitere. Izuzetno mi je drago što imamo priliku da sarađujemo sa gospodinom direktorom škole Petrovićem i njegovim saradnicima, da ćemo i u buduće sarađivati i angažovati se na zajedničkim ciljevima, tako da hvala najlepše na svemu tome. Hvala puno.